Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus, grüße und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android App, einer sehr netten Android App. Der Rede ist von der App Starlio, Weltraumhintergründe. Bei 116 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 4,8 von 5 Sternen. Und Downloadgröße 26 MB, aktuelle Versionsnummer 2.6.4, erfordert Android 7.0 oder höher. In der App steht, das ist eindeutig durch den Google-Übersetzer gejagt. Willkommen in der Welt der Weltraumtapeten. Ist nett. Es werden Wallpaper angezeigt, die jeden Tag basierend auf den besten Bildern der NASA aktualisiert werden. Jeden Tag, man kann auch noch einstellen, jeden Tag automatisch wechseln, dass die automatisch auf dem Gerät installiert werden, jeden Tag ein neues Wallpaper, wäre für mich nichts. Ich möchte schon selber meine Wallpaper aussuchen. Es gibt auch noch Parallax-Hintergrundbilder, aber das dann nur mit Premium-Abo. Keine Ahnung, möchte ich nicht für Wallpaper ein Abo ausgeben, aber auch in der Gratis-Variante wird da halt ein bisschen Werbung angezeigt. Sind da wirklich hübsche Bilder dabei? Wenn ihr irgendwie so auf Astro-Bilder und, keine Ahnung, Nordlichter und sowas steht, da werdet ihr auf jeden Fall fündig in der Starlio-Weltraum-Hintergründe-App. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.